Warum sollte man das Buch Das Internet in Wahlkämpfen lesen? Man sollte es deshalb lesen, weil man damit über moderne Wahlkämpfe sehr viel erfährt. Denn das Internet ist jetzt ein unerlässliches Mittel des modernen Wahlkampfs geworden. Nicht das allein Entscheidende, aber ein wichtiges. Herr Rolunski, wie sieht Ihre bisherige Bilanz des Themas Online-Wahlkampf aus? Na, bisher war es wohl mehr eine Alibi-Aktion, bei der man sich auswies als moderner Politiker, als moderne Partei mit moderner Kommunikation. Jetzt ist es ein Mittel, das tatsächlich die eigenen Leute mobilisieren soll und auch Wähler erreichen und vor allen Dingen Wählerschichten, die man sonst nicht erreicht, beispielsweise Jugend. Glauben Sie, dass die Diskussion und der Skandal um die Überwachungsprogramme wie Prism und Tempora das Thema Online-Wahlkampf beeinflussen wird? Nein, das glaube ich nicht, weil ja der Online-Wahlkampf eine sehr offene, jedermann zugängliche, transparente Situation ist und gerade das partizipative Element unterstreicht. Das heißt, Menschen wollen mit Menschen sprechen, Politiker mit Wählern und Wähler mit Politikern.